Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny 2. Ja, die letzten Folgen, die waren schon echt einfach nur saugeil. Also die Hauptquest zu machen, das hat super, super viel Spaß gemacht. Wow, das war unerwartet geil. Oh, ich muss noch... Oh! Ah, okay, es geht noch weiter. Oh, ich dachte, es wäre jetzt zu Ende. Oh, es geht noch weiter. Ach, krass. Ja, okay, dann machen wir das. Also, letzte Folge. Saugeil. Wir haben Gaul besiegt. Mit einem einzigen leeren Schlag. Das war sehr, sehr krass. Also, One-Hit. Also, das letzte Leben war One-Hit. Und danach ist er irgendwie aufgestiegen, weil er so viel Licht... Er hat irgendwie, ja, erzwungenes Licht in sich gehabt, sage ich mal. Hat sich dann zum Gott irgendwie selbst, ja, gezwungen irgendwie, keine Ahnung. Und der Reisende hat ihn dann am Ende endgültig erledigt. Ja. Was ich jetzt nur noch nicht verstanden hatte... Also, ich denke mal, dass es so ist, aber am Ende ist ja der Reisende, ja, explodiert. Haben die anderen jetzt ihr Licht wieder? Eigentlich ja schon, ne? Weil das war ja so eine Lichtexplosion. Und ich denke mal, das ganze Licht von dem Reisenden ist jetzt... ins ganze Universum verteilt, in jedes kleine Ding, in alles Mögliche wurde das jetzt rein, also verteilt. Deswegen denke ich, dass die eigentlich das wieder haben müssen. Was haben wir hier? Das kriegen wir noch nicht. Ja, gut. Saugeile Quest. Ja, gut gedeutscht. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in den Hof, weil die Lady hat noch was für uns und danach können wir mit der Hawthorn sprechen und mal gucken, wie es ihr so geht. Ja, aber ich muss sagen, echt, also die Hauptquest war schon sehr geil. Die war echt super. Aber dazu werde ich noch später, also wenn Destiny beendet ist, also das Let's Play wirklich beendet ist, werde ich dazu noch ein bisschen mehr sagen. Denn Destiny ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein DLC vor uns. Oder zwei? Eins oder zwei? Jetzt haben wir erstmal die Hauptquest komplett abgeschlossen. Und, Ich sehe nach. Oh, wow. Ja. Hättest du dir auch sparen können? Danke. Lass dich von den ganzen Neuerungen nicht ablenken, Hüter. Welche Neuerungen? Was haben wir hier eigentlich bekommen? Der ist ja viel schlechter. Lass dir ruhig aber Zeit. Der hat 906. Könnten... Kann wir das mit dem infundieren hier? Jo, können wir machen. Was für dich? Komm, gönn. Mach einfach. Ist ja egal. Oh, wir haben 912 jetzt. Yay. Brauchst du etwas? Nö, nicht jetzt. Wir müssen mit Hawthorne reden. Ich habe heute noch nicht von Codes benötigt man nur den richtigen Schlüssel. So. Aber es war echt sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass das noch so weitergehen wird. hier war die Treppe, ne? Hier an der Seite. Oh. Der versucht es so. Lol, Herz geschafft. Das geht. Platz da. Macht Platz für die Heldin. ja. Lass dir die ganze Rettungssache nicht zu Kopf steigen.
Sonst bereue ich meine Entscheidung noch. Yep, so ist es. Du dachtest wohl, du könntest mich loswerden. Nein, ich bleibe noch eine Weile. Zavala hat mich überzeugt. Wer hätte das gedacht? Wir haben über meine Clans geredet und er findet sie gut. Er meinte, sie könnten der Stadt helfen. Also bin ich hier. Fühlt sich immer noch komisch an. So wie alles zurzeit. Der Reisende lebt. Die alten Regeln gelten nicht mehr. Aber hey, Regeln waren noch nie so mein Ding. Toll. Wie der Reisende lebt, ich dachte, der wäre jetzt... Ach nee, am Ende hat man ihn noch gesehen, ne? Vielleicht hat er nur so einen Lichtstoß ausgesendet, okay. Oh, Ikora Ray. Was hast du eigentlich für mich hier? Du hast nichts für mich wahrscheinlich, ne? Ne. Beutezüge und das sind andere Dinge. Gib okay. Auf dich acht, ja? Ah, ja, okay. Doch, doch, der existiert. Also hat er nur so eine... Kann ich dir helfen, oder? Ich gehe schon. Okay, der hat nur so einen Lichtimpuls ausgesendet. Okay. Hoffentlich hat deine Reise zur Rettung des Heiligen keine ungewollten Konsequenzen für unsere Zeitlinie. Selbst die Warlock-Orden verstehen die Auswirkungen nicht vollständig. Osiris wurde für weniger verbannt. Aber du machst das Unrecht ungeschehen. Eris sagt, alle Hüter führen ein Leben voller Verlust. Für gewöhnlich sehen wir unsere aus dem Leben geschiedenen Freunde nicht wieder. Ich danke dir dafür. Nur mach es nicht zur Gewohnheit. Klar. Okay, die hat irgendwas von, von Osiris erzählt. Okay. Das werden wir wahrscheinlich im DLC noch herausfinden. Oh, und hier steht noch was. Oh, das hätte ich bei der einen auch noch lesen sollen. Ah, egal. Ikora ist bewusst geworden, dass je mehr wir lernen, umso weniger wissen wir. Sie denkt über Vergangenes nach und sinniert über eine strahlende Zukunft, die der wiedergeborene Reisende verspricht. Ah, wiedergeboren. Okay. Außerdem hat sie in dir jemanden gefunden, dem sie vertraut. Das ist selten für sie. Kehre zu Ikora Ray zurück, um vergangene rote Schlachtaktivitäten wieder aufleben zu lassen. Ach so. Hier ist nichts, ne, jetzt. Was suchst du? Okay, ich suche... Licht ist stärker denn je. Nur einen Moment. Okay, sie haben also ihr Licht wieder, okay. Das ist gut. Das ist gut. Ja, putz mal richtig. So, wir müssen jetzt mit wem reden? Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Amanda Holiday. Oh nein, im Hangar. Ah ne, der ist ja eh da hinten, okay. Ich hab letzte Nacht schlecht geschlafen. Ich nicht, ich hab letzte Nacht gut geschlafen. Tatsächlich. Was? So, ach, der 14. Heilige ist ja immer noch da hinten. Geh mal kurz zu dem. Mal gucken, was der hat. Hey, ich hab die Welt gerettet. Was ihr da? Wenn das nächste Mal Tyrannen unsere Tore attackieren, werde ich sie empfangen. Okay. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sein Licht zu verlieren. Allein zu sein. Ist das ein Auftrag vom Toten Orbit? Manche Kinder spielen. Ich bin aber nicht allein. Oberste Schiffmeisterin, Amanda. Wie gefällt dir mein neuer Laden? Ich gucke manchmal nach oben und bin überrascht, den alten Hangar nicht zu sehen. Ach ja, nicht das erste Mal, dass ich wieder von vorne anfange. Immer nach vorne. So gefällt mir das. Ja, Amanda Holiday ist zurück im Hangar und tut, was sie am liebsten mag, an Schiffen und Sparrows rumschrauben. Sie ist zwar kein Hüter, aber sie hat sicherlich in der Roten Schlacht von sich reden gemacht. Okay. Besuche Amanda, wenn es um Schiffe und Sparrows geht. Klar. Ach, von ihr erhält man die? Ach, krass. Ach so, von ihr erhält man die am Anfang. Okay. Bis zum nächsten Mal, Hüter.
Tschüss. Wo muss ich jetzt hin? Ich hab's nicht gelesen. Commander, okay. Hab ich gar nicht gewusst. Also, hab ich irgendwie komplett vergessen, dass wir die Quest von ihr erhalten haben. Oh. Nuje. Wir haben es geschafft. Ich sehe nach, ob es Nachrichten gibt. Wie sieht es eigentlich da unten aus? Ja, geht. Keine Schüsse mehr. Das gehört alles wieder uns. Commander. Ich habe geholfen, diese Mauern zu errichten. Ich war stolz darauf. Und bin es noch. Doch Mauern schützen nicht nur, sondern halten auch gefangen. Das vergisst man nur zu leicht. Dies ist der Beginn eines neuen, goldenen Zeitalters. Und die Stadt ist überall, wo wir sind. Wir werden uns weiter hinauswagen. Wir werden uns dem Unbekannten stellen. Wir werden neue Planeten und eines Tages neue Sternensysteme entdecken. Und du, Hüter, du wirst uns anführen. Ach krass. Oh, okay. Auf Zavala lastet die Bürde der Schuld über alle Verluste der Stadt. In Wahrheit war dies ein Weckruf für die Menschheit. Es ist Zeit, unsere Verteidigung zu verstärken und den Kampf zu den Feinden zu bringen. Triumph abgeschlossen, die rote Schlacht. Ah, danke. Doppelt plagt euch Vorhuteinigkeit, okay. Ja, das können wir ja nicht machen. Was ist das hier? Ah ja, für die Waffen, ja, das ist... Das können wir nicht. Die rote Schlacht wütet weiter. Echt? Ach ja, die sind ja noch nicht komplett besiegt. Wir haben ja nur Gorl besiegt. Ich brauche eine Pause. Ich frage mich, ob es dann noch ein Destiny 3 Teil geben wird. Wir haben ja Destiny 1 nicht gespielt. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt haben wir sie abgeschlossen komplett. Okay. Gut, das ist die Quest mit Osiris, genau. Das ist das DLC Osiris und das ist das andere. Und das ist das, was wir auch machen werden. Also habe ich die Kiste aufgemacht. Ich muss ja wohl nicht erwähnen, dass ich die ganze Lieferung zurück an Fanchurch geschickt habe. Ja, Eskalationswellen, das ist, Fanchurch ist unser Forschung. Im Moment nicht, sag ich mal. Das können wir auch nicht machen. Das kriegen wir, also das hier kriegen wir erst, wenn wir 10 Eskalationswellen abgeschlossen haben und da diesen Boss besiegt haben. Habe ich ja schon mal erklärt. Den können wir auch nicht machen, weil es dafür keine Leute gibt. Dafür braucht man eine Gruppe. Das ist auch Leviathan halt. Das sind beides Leviathan. Das sind die zwei Waffen, die ich nie bekommen habe. Also ich habe mal auch offscreen danach geguckt, aber hier kommt einfach nie dieses Event. Als ich geguckt habe, ja. Wie kann ich helfen? Ist halt leider schade, aber ja. Das ist noch von Dämmerung und Strikes. Es ist schön, dass Fanchurch zurück ist. Also, aber ansonsten haben wir eigentlich das meiste abgeschlossen. Das Wichtigste. So, und ich würde sagen. Soll ich jetzt ein kleines Fazit machen vom Game oder erst... Ja, eigentlich könnte ich jetzt das kleine Fazit machen, oder? Ich trinke nur kurz was und dann legen wir los. Bereit, wenn du es bist. Das klingt gar nicht gut. So, also... Fazit. Wir nehmen mal eine Fazitstellung hier ein. Komm. Hier hin, oder? Du leidest,
hoffentlich deinen Beitrag da draußen. Aber im Schmelztiegel werden immer mehr Kämpfer gebraucht. Kann ich mich da oben drauf stellen? Nee, kann ich nicht. Aber ich brauche dich auch. So, kann ich mich hier hinstellen? Okay. Also, Fazit von Destiny 2. Ohne DLCs zuerst. Weil die muss ich natürlich erst spielen. Zumindest mache ich jetzt ein kleines Fazit und dann in der nächsten Folge starten wir dann direkt mit dem DLC. Ich hoffe, die labern jetzt nicht die ganze Zeit. Das nervt nämlich, dass die ganze Zeit reden. Kann ich mich nicht irgendwo anders hinstellen, wo die nicht labern? Da oben. Einen ruhigen Platz haben. Da oben wäre so wunderschön. Hallo. Nein. Natürlich helfen rhythmische Bewegungen nicht wirklich. Da oben kann ich gar nicht hin. Okay. Nee, da kann ich gar nicht hin. Aber hier können wir uns auch stellen. Hier ist auch gut. So. Also. Destiny 2 für mich ein sehr geiles Spiel tatsächlich. Ja, es gibt viele Sachen, die mich am Anfang echt aufgeregt haben bei dem Spiel. Dieses, du kommst rein und wirst einfach überworfen mit Sachen, die wird nicht wirklich was erklärt. Ja, also mit dem Menü, es ist sehr, sehr unübersichtlich. Also, was heißt unübersichtlich? Aber es ist so verwirrend einfach am Anfang. Das ist, vielleicht für Destiny 1 Spieler, die kennen das vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gespielt. Ja, also das war am Anfang schon sehr, ja, das hat nicht viel Spaß gemacht am Anfang. Mit dem Menü und dem Hin und Her und das war, dann bin ich kein Freund von PvP und diesem ganzen Kram da hinten. Ja, ich habe das damals nur gemacht, um die Mission zu machen, weil ich eigentlich so ein Typ bin, ich mache alle Missionen, ich sammle alles, ich mache alles irgendwie. Aber mit PvP ist immer so, es ist halt, weil ich es nicht mag. Ja, es ist halt, ich bin halt eher so auf Story und kleine Nebenquests, die auch coole Story haben. Oder wenn du mal was sammeln musst, das ist auch egal, aber so PvP ist nicht so meins, also... coole Gebiete. Ja, also sieht immer sehr cool aus. Die Planeten unterscheiden sich alle. Es gibt nicht so viele Gegnerarten. Ja, also du hast eigentlich immer nur diese Gegner, die du kennst, weißt du, die Besessenen da. Dann hast du die Rotlegion halt und die Vex. Wen hast du noch? Ja, mir fällt schon keiner mehr ein. Also drei oder vier Fraktionen gibt es nur. Ist vielleicht ein bisschen wenig, aber nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht extrem schlimm. Und es ist auch gut, dass es nicht nur eine Fraktion ist, weißt du? Dass es nicht nur die Rotlegion ist oder so, ne? Weil das ist ja die Hauptstory. Geht ja um die Rotlegion. Ich hoffe dann mal, dass die beiden anderen DLCs vielleicht von den anderen Fraktion vielleicht noch so ein bisschen mehr erzählen und so. Wie gesagt, die auch die Detailtreue in dem letzten, also den Hauptquest-Dingern, sehr geil. Also diese Stadt da, wo dann einfach diese Einkaufsmeile war und das auch noch so eingerichtet war, fand ich sehr geil. Insgesamt ist das Spiel auch gut eingerichtet. Also auch Grafik ist eigentlich sehr gut. Auch wenn ich nicht in 4K aufnehme oder in WQHD. Aber es ist trotzdem schon sehr schön, das Spiel. Sehr coole Orte, auch, also auch dieses Bild einfach, das ist einfach auch so ein richtig geiles Bild einfach. Mit der Stadt und dem Reisenden da oben. Dann was noch, was ein bisschen auch blöd ist, fand ich dieses tägliche Story-Mission. Ich weiß nicht. Kam das, ich glaube, das war irgendwo hier, ne? Ich glaube, hier kann man... Ja, das hier. Das finde ich zum Beispiel nicht geil. Dass du hier einfach... Weil wir hatten ja mal eine Mission bekommen, dass wir das machen mussten. Da hatten wir die Quest von Kate gemacht mit Exodus. Mit der Exodus Black. Und das finde ich gar nicht gut. Weil dadurch kannst du dich halt in der Story spoilern, wenn du die noch nicht gemacht hast. Das sollte vielleicht erst freigeschaltet werden, wenn man das fertig hat. Also wenn man das Hauptspiel abgeschlossen hat, dann könnte man das erst freischalten.
Weil dadurch kann man sich halt super spoilern in den, wenn man die Story noch nicht gemacht hat, so wie es bei mir halt war. Ich wurde ja dadurch halt ein bisschen gespoilert. Oh, was ist das hier eigentlich? Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Dann, was auch nervig war, ist ja, dieser Dämmerungsstrike. Die ganzen Missionen, die zu den Dämmerungsstrikes sind, du hast so ein paar verschiedene Dinger da. Also du hast verschiedene Missionen. Wir hatten einmal dieses Saventüns Lied und besiege den einen Typen da und aber nach ein paar Mal hast du das alles schon gesehen. Und wenn du dann noch Quest hast, ist das halt einfach nur noch Grinding. Ja, also für Destiny, ja, ich weiß nicht, ob Destiny wirklich so ein Grind-Game ist, also ja. Ist aber jetzt nicht so extrem schlimm. Die zwei Orte haben wir uns tatsächlich noch nicht so ganz gut angeguckt, ne? Oder? Guck mal hier, wir haben hier noch Erkunde die Wirrenbucht. Ich glaube, das könnten wir auch noch machen. Was ist das denn hier eigentlich? Kampagne. Ah, das ist auch noch was. Okay. Ja, diese Quests haben wir noch gar nicht gemacht, weil die erst später noch hinzukamen. Die beiden hier, die habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, siehst du? Was ist das jetzt? Zerbrochene Thron. Das ist auch Destiny, letzter Wunsch. Oh. Öffentliches Event. Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall, das sind noch zwei Sachen, die wir auf jeden Fall machen könnten. Oder machen wir, vielleicht machen wir die zwei erstmal in der nächsten Folge. Das könnte man machen. Oder wir machen einen Planeten in der nächsten Folge. Dass wir den in einem Part abschließen können, so gesehen. Wenn dann noch Zeit ist und wir den zweiten theoretisch auch noch schaffen könnten, können wir auch noch den zweiten machen. Aber dann ist für die nächste Folge halt geplant, die Wirrbucht zum Beispiel als die Quest zu machen. Und danach vielleicht das DLC starten. Nach dem DLC könnte man die Träume in der Stadt abschließen. Und danach dann den Osiris DLC, also den letzten, den ich jetzt habe. Es gibt ja noch zwei weitere, Forsaken und noch einen anderen. Mal gucken, ob ich mir die noch hole, weil eigentlich, wenn die DLCs geil sind, hole ich sie mir. Wenn nicht, lasse ich es. Ja, hängt davon ab, wie geil die DLCs werden. Aber wenn die DLCs so geil werden wie die Hauptstory, ich glaube, dann werde ich mir die auch nehmen. Naja. Auch ein bisschen störend waren diese Grinding-Quests hier, weißt du? Wo du so Waffen bekommen kannst. Ich meine, die Waffen bekommst du ganz am Anfang. Und was ich gut finde, ist, dass wenn du die abschließt, selbst wenn du Hardcore grindest am Anfang, ja, und diese Strikes machst und so, und dann so eine Waffe bekommst, die hat dann nur dein Level. Die hat nicht direkt ein 900er Level oder so, mit dem du direkt dich hochpushen kannst, ne? Das finde ich schon sehr geil. Nicht so geil finde ich wieder, dass da unten dieses Verfolgeaktivität nicht an diesem Ort. Ach so, ja, okay, klar. Da unten dieses, wie heißt das nochmal, dieser Glanzstaubhändler. Dadurch kannst du dir halt Sachen echt kaufen. Das finde ich auch nicht sehr gut. Du kannst hier nämlich Waffen kaufen. Schau dir alles an. Du kannst hier tatsächlich Waffen bekommen. Das finde ich nicht geil. Wir haben zwar, wie gesagt, auch nur dein... die haben zwar nur deine Dingsbums, wie heißt es jetzt? Dein Level, aber du hast trotzdem eine Legendary. By the way, das ist übrigens die Whisper des Wurms, die ich gerade... Brauchst du ein paar Gestenhüter? Das oder hier. Einen neuen Look? Aber man kann sich hier Waffen kaufen. Das habe ich ganz am Anfang mal gesehen. Oh. Was ist das denn hier? Das ist eine einfache Gleichung, Hüter. Was ist denn das hier? Silber, das Everversum hat Güter. Lol. Ein Paket für den toten Orbit. Ersatzteile. Ungesichert. Herrje. Lol. Ich muss jetzt mal am Handy was gucken. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ist das hier? Nein.
Also wenn ich... Oh, was ist das denn hier? Ich würde gerne das hier bekommen, diese, weil das irgendwie geil aussieht. Aber ja. Ah, hier sehen wir die. Kriegsgeist. Hier, Festung der Schatten und Forsaken, genau. Das sind die zwei. Das handelt sogar von der träumenden Stadt, oder ne? Alles, was Fenchurch anschleppt, lässt sieht auf jeden Fall so aus. Und die haben wir jetzt abgeschlossen. Das nächste ist dann Kriegsgeist. Das Klappern hört sich gar nicht erhält die Story-Kampagne von Kriegsgeist, genau. Neuerungen nicht ablenken, und Hüter. Hier ist Fluch Osiris. Das haben wir ja schon mal angefangen, tatsächlich. Aber haben wir dann direkt beendet, weil ich wusste, dass das eine DLC war. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich gestört hatte. Dass die DLCs und die Hauptquest Klassiker heißen. Okay, am Ende macht es vielleicht Sinn, aber wenn du am Anfang hier reinkommst und du hast dann die Dinger, du weißt nicht, dass das ein DLC ist. Deswegen bin ich damals auch da reingegangen. Aber ja. Es sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die störend sind. Aber an sich, Story ist geil, Grafik ist geil, Gameplay ist in Ordnung, außer dieses Springen immer. Das ist ein bisschen nervig. Und dass du, wenn du zielst, nach unten fällst. Ich weiß nicht, manchmal geht das, manchmal geht es nicht. Keine Ahnung. Aber auch hier, gut, ich versuche hier hochzukommen und der stößt dich ab. Das ist noch ein bisschen... Aber ist jetzt auch nur, wie gesagt, nervig halt. Wenn du halt stirbst, okay, respawnst und dann ist gut. Aber ja, sonst an sich ist das ein geiles Game. Ja, also besonders jetzt nach der Hauptstory finde ich, das ist meine Meinung zu Destiny noch extrem nach oben gegangen. Weil vorher war die so, ja, okay, das Spiel ist gut, aber ja. Also viele, viele kleine nervige Sachen halt. Aber durch die Story ist gerade meine Meinung echt nach oben gegangen. Bewertung vom Game. Also Grafik definitiv 10 von 10. Story auch super 10 von 10 definitiv. Gameplay gebe ich 8, weil ist schon manchmal ein bisschen nervig halt. Auch, ja. Also noch ein kleiner Kritikpunkt. Es gibt nicht viele Waffenarten. Es gibt halt, also du hast halt Scout-Gewehr, also du hast halt die Waffen hier, das sind fast alle Waffen, die du haben kannst. Weißt du, Handfeuerwaffe, Impulsgewehr, Scout-Gewehr, Automatikgewehr, Schrotflinte, Maschinenpistole, Scharfschützengewehr, Spurgewehr, Kampfbogen. Ne? Hätte man vielleicht noch ein bisschen erweitern können, ja, aber es gibt viele verschiedene Designs halt und verschiedene Namen und pipapo, das ist dann wieder gut daran. Ja, also... Auch rüstungstechnisch finde ich, es ist ein bisschen komisch gemacht mit diesen Rüstungssystemen, aber es geht, ja. Ich hätte irgendwie lieber so gehabt, dass du irgendwie Materialien sammeln kannst und dir damit deine so Baupläne finden kannst und dadurch dann irgendwie deine eine Rüstung schmieden kannst oder so. Das hätte ich noch super gefeiert in dem Game. Oder dass du diese Bruchstücke hier noch irgendwie, dass du das... Kann sie ja verbessern hier, ne? Man kann die ja irgendwie hier pushen mit, aber das ist nur halt, um deine Energie zu erhöhen. Aber ist jetzt kein Ultra-Kritikpunkt, ne? Also das ist eigentlich schon voll in Ordnung. Ja. Auch die Fähigkeit vom Warlock ist ja sehr geil. Also ich finde die drei Dinger finde ich super cool. Ich liebe diesen Sturmbeschwörer, weil der wie diese Waffe hier ist. Wenn du irgendwie, wenn ich hier bei den Arcus-Leiter habe, diesen Effekt, ist das so, ja, du schießt einmal und triffst 7 Gegner oder so. Das finde ich halt super cool. Und das ist bei dem halt auch, das finde ich sehr cool. Die Waffe, also dieser leere Läufer, ist sehr, sehr stark. Also wirfst die Bombe und ich hab Gaul mit einem Ding ein Drittel seiner Leben abgezogen. Das war super krass. Und ich denke mal, die hat den sogar, vielleicht sogar noch gewonnen, wenn der nicht diese drei unterschiedlichen Leben gehabt hätte. Die ist schon sehr stark. Und der Feuervogel auch eigentlich sehr cool. Ja, aber ist nicht mein Favorite. Aber ich bin, wie gesagt, beim Blitz. Finde ich sehr cool. Und das sieht auch gerade sehr geil aus hier wieder. So nachts. Aber ansonsten, also das Spiel ist echt... keine Ahnung, was gebe ich denn für eine Bewertung? 80 oder so. 80?
80. Ja, 80 von 100. Als Endbewertung finde ich das eigentlich nicht schlecht. Aber es kommen ja noch die DLCs. Ja, dadurch könnte das Spiel noch vielleicht auch ein paar Punkte mehr bekommen. Aber wie gesagt, geiles Spiel. Ein paar kleine nervige Sachen, ein paar kleine Verbesserungssachen, das sind drin. Aber ansonsten ein sehr geiles Game. So, und damit habe ich auch genug geredet. Wir machen in der nächsten Folge die Wirrbucht. Wirrbucht, hallo? Wirrbucht, kann ich jetzt auf die Karte endlich mal? Hallo, die Karte, danke. Die Wirrbucht, genau. Und danach gehen wir dann nach hier und machen Eis und Schatten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge in der Wirrbucht wieder. Bis dahin.